Ja, meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Tagen sehr intensiv uns beschäftigt mit unserer heutigen Zusammenkunft und wir haben heute miteinander beraten per Videokonferenz, wo steht unser Land im Blick auf die Epidemie, die von dem Coronavirus ausgeht. Und ich möchte mich bei den Bundesländern bedanken, dass wir die gemeinsame Linie, die wir beschlossen haben, auch durchgesetzt haben und dass wir uns heute verabredet haben, auch die nächste Phase gemeinsam dann zu gestalten. Was hat uns heute geleitet? Als erstes möchte ich allen Menschen in Deutschland noch einmal ganz herzlich danken, den Bürgerinnen und Bürgern, die ihr Leben verändert haben, die verzichtet haben auf Kontakte, die sich einschränken, nicht weil sie der Regierung etwa einen Gefallen tun, sondern weil sie ihren Mitmenschen helfen wollen. Und das ist etwas ganz, ganz Starkes und Wichtiges, was unser Land bei aller Einschränkung im Augenblick erlebt. Und es zeigt, dass wenn etwas wirklich Gutes entstehen soll in unserem Land, in Deutschland, dann ist das mit den Bürgern und durch die Bürger geschehen und dafür bin ich dankbar. Wir haben etwas erreicht, das haben uns heute auch das Robert-Koch-Institut bestätigt und wir haben etwas erreicht, was ja keineswegs von Anfang an sicher war, nämlich, dass unsere Ärzte, unsere Pflegekräfte, alle, die im medizinischen Bereich in den Krankenhäusern arbeiten, nicht überfordert wurden. Sie leisten Enormes und viele sind auch unter größter Anspannung tätig. Aber es ist so gewesen, dass unser Gesundheitssystem am Laufen gehalten werden konnte. Und ich möchte mich ganz herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dem gesundheitlichen Bereich, inklusive der niedergelassenen Ärzte und der vielen Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, genauso in den Seniorenheimen und ähnlichen Einrichtungen ganz herzlich bedanken. Und ich denke natürlich in dieser Stunde auch an die Infizierten, die die Corona-Krankheit erleben oder schon erlebt haben. Und wir wissen ja auch, dass wir leider auch schon eine Vielzahl von Opfern zu beklagen hatten. Was wir erreicht haben, das ist ein Zwischenerfolg, nicht mehr und nicht weniger. Und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg. Das hat Herr Wieler vom Robert-Koch-Institut uns heute noch einmal gesagt. Wir haben die Faktoren, die dafür eine Aussage treffen, in eine gute Richtung entwickelt. Aber wir haben auch nicht viel Spielraum, sondern wir müssen jetzt ganz konzentriert weitermachen. Und deshalb hat unsere Beratungen bestimmt, dass es jetzt kein falsches Vorpreschen geben darf, auch wenn die besten Absichten dahinter stehen, sondern wir müssen verstehen, dass wir so lange mit dem Virus leben müssen, wie es keine Medikamente und insbesondere keinen Impfstoff gibt. Und wir müssen die Erfolge sichern, die wir erreicht haben. Und deshalb ist es sozusagen, wenn wir darüber sprechen, welche Schritte in Richtung eines etwas mehr Zulassens von öffentlichem Leben, die wir ja alle gehen wollen, wir gehen, dann müssen wir sagen, geht um äußerste Vorsicht, die wir walten lassen müssen. Und das hat unsere Beratungen heute auch geprägt, denn es geht jedes Mal um Menschen. Wir haben uns geeinigt, dass wir natürlich ausgehend von unseren Beschlüssen, die wir am 12., 16. und 22. März 2020 gefasst haben, und dass es auch weiter entscheidend bleibt, dass Bürgerinnen und Bürger in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten und sich dort nur alleine mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten. Das gilt weiterhin und die Verstöße dagegen werden auch weiter von den Ordnungsbehörden geahndet. Um zukünftig Infektionsketten schnell zu erkennen, ist mir etwas ganz wichtig und ich bedanke mich bei den Ländern, die auch zum großen Teil ihre Gesundheitsbehörden schon aufgestockt haben. Wenn wir jetzt mehr öffentliches Leben zulassen, in kleinen Schritten, dann ist es ganz wichtig, dass wir noch besser die Infektionsketten verfolgen können. Es muss unser Ziel sein, jede Infektionskette verfolgen zu können. Dafür arbeiten wir auch an einer App, aber vor allen Dingen ist das die Aufgabe der Gesundheitsbehörden. Denn wenn wir das können, dann können wir auch Infektionsherde eingrenzen. Und dann ist die Lockerung im Bereich des öffentlichen Lebens nicht mehr so gravierend, weil wir ja wissen, wo entstehen Infektionsherde. Wenn wir das nicht haben, dann werden wir nicht so erfolgreich sein und deshalb ist das von ganz, ganz entscheidender Bedeutung.
Wir wollen natürlich eine gute Versorgung mit Testkapazitäten. Wir wollen an der medizinischen Schutzausrüstung arbeiten. Hier haben wir sehr ausführlich über die Frage der sogenannten Alltagsmasken gesprochen und sprechen uns dafür aus, dass es empfehlenswert ist, dass es geboten ist, sozusagen diese Alltagsmasken auch zu verwenden im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der jetzt auch weiterentwickelt wurde in unseren Beschlüssen. Wir werden also den Bürgerinnen und Bürgern die Nutzung entsprechender Alltagsmasken, insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkauf, dringend empfehlen. Wir glauben, dass wir mit jedem Tag jetzt mehr dieser Alltagsmasken bekommen werden und dass das dann auch dazu dienen sollte, andere Menschen zu schützen und, wenn es viele tun, dann eben auch sich selbst zu schützen. Wir haben über Pflegeheime gesprochen. Hier wird es ganz wichtig sein, dass wir individuelle Konzepte entwickeln, um nicht die soziale Isolation der Menschen in diesen Heimen zu haben und trotzdem die Sicherheitsstandards einzuhalten. Und wir haben natürlich eine ausführliche Diskussion über Kindergärten, Schulen und Hochschulen geführt. Und ich weiß, wie viele Menschen in Deutschland gerade diese Diskussion verfolgen. Denn es ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation für Eltern, dass ihre Kinder nicht andere Freunde treffen können, dass es nur eine Notbetreuung gibt, dass die allermeisten zu Hause sind. Und trotzdem müssen wir, um die Anforderungen auch an den Infektionsschutz einzuhalten, um Menschenleben zu sichern, hier ganz behutsam, ganz schrittweise vorgehen. Das ist uns heute auch gelungen, indem wir uns vor allen Dingen erst einmal auf die Abschlussklassen, die Prüfungen machen müssen, konzentrieren, in einem nächsten Schritt auf die, die dann Prüfungen machen oder Schulwechsel vor sich haben, und dass die Kultusministerkonferenz uns dann nochmal ein ausführliches Konzept vorlegt, genauso wie die Jugendministerkonferenz, denn wir können nur schrittweise dann nach dem 4. Mai langsam wieder die einzelnen Schuldinge machen. Es muss in reduzierten Gruppen sein, es muss ein Schulbuskonzept da sein, es muss ein Pausenkonzept da sein. Es wird also ein hoher logistischer Aufwand zu betreiben sein. Und deshalb bedarf das einer intensiven Vorbereitung. Und ich weiß, wie viel Verzicht das noch für Eltern bedeutet. Aber ich glaube, es ist einfach notwendig, wenn wir sagen, wir müssen in der Pandemie mit diesem Virus leben. Und das deutet sich dort auch an. Friseurbetriebe müssen auch Hygienekonzepte anfertigen und werden dann ab 4. Mai ihre Arbeit wieder aufnehmen können, wenn die Schutzmaßnahmen ausreichend sind. Wir haben intensiv über das hohe Gut der Religionsfreiheit gesprochen und auch über die Veranstaltungen, die natürlich von den Kirchen stattfinden. Ich möchte den Kirchen ein ganz herzliches Dankeschön sagen, denn sie haben gerade jetzt über Ostern viel Fantasie bewiesen, dass, obwohl keine Gottesdienste stattfinden konnten, Menschen auch ihren Glauben leben konnten. Wir wollen, dass religiöse Feierlichkeiten, Veranstaltungen und Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften zunächst weiter nicht stattfinden. Aber es wird noch in dieser Woche ein Gespräch von Ministerpräsidenten und dem Bundesminister des Innern geben über die Frage, wie man einen einvernehmlichen Weg für das weitere Vorgehen findet. Wichtig ist, dass wir die wirtschaftliche Tätigkeit im Großen und Ganzen ja nicht unterbunden haben, sondern nur dort, wo es Publikumsverkehr gibt. Hier haben wir uns natürlich sehr ausführlich mit der Frage der Öffnung weiterer Geschäfte befasst. Hier haben wir auf der einen Seite gesagt, es können Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern aufmachen, allerdings mit guten Konzepten für die Nutzung dieser Geschäfte, mit Hygienekonzepten. Und wir müssen auch schauen, dass nicht sozusagen auf den Straßen sich riesige Schlangen bilden. Auch das gehört mit zum Verantwortungsbereich. Und das wollen wir, da werden auch eine Vielzahl von Vorbereitungsarbeiten geführt werden müssen. Wir werden viel in die Forschung investieren, das ist unstrittig, um gerade auch unseren Teil dazu zu leisten, noch mehr zu erforschen, wie viele Menschen hatten diese Infektion schon, wie können wir beitragen zu einem Impfstoffentwicklung, welche Medikamente sind wichtig, und ich darf sagen, dass wir auch gerade seitens des Bundes hier in sehr großzügiger finanzieller Unterstützung alles tun, damit der Forschungsstandort Deutschland auch seinen Beitrag zur Bewältigung dieser Pandemie leisten kann. Abschließend
Wir werden uns immer in 14 Tagesabständen mit den weiteren Entwicklungen befassen. Wir wollen sehen, welche Auswirkungen haben die Lockerungsmöglichkeiten, die wir heute ins Auge gefasst haben, auf die Entwicklung der Infektion. Und in diesem Sinne ist es uns deshalb, werden wir uns deshalb am 30. April wieder darüber unterhalten, was passiert dann nach dem 3. Mai. Die Spanne, die wir jetzt ins Auge gefasst haben, ist die zwischen dem 20. April und dem 3. Mai. Und dann werden wir in weiteren Schritten vorgehen. Und es wird jetzt ganz davon abhängen, wie entwickeln sich die Infektionsraten. Ich sagte schon, wir haben da nicht viele Spielräume. Und deshalb hoffe ich, dass alle weiter so mitmachen und die Regeln einhalten. Das alles ermöglicht uns dann ein kleines Stück immer weiter öffentliches Leben, wie wir es gewohnt sind, aber eben in der Pandemie, das heißt anders und mit anderen Regeln.